Also der Ausgangspunkt war kein Film über Probleme des Anstands oder auch kein Film über Probleme der Moral in der Führungsetage einer Bank, sondern der Ausgangspunkt war, das war, die Frage ist, inwieweit der Film sich dann von diesem Ausgangspunkt entfernt hat, was er notwendigerweise während des Schreibens und beim Drehen getan hat, die König-David-Geschichte, dass David Bathseba begehrt. Bathseba ist dummerweise mit einem Feldherrn von David verheiratet. David schickt Uriah, so heißt der Mann, an die Front, in der Hoffnung, in der dann auch erfüllten Hoffnung, dass Uriah ums Leben kommt und er Bathseba bekommt. Und die Frage war, kann man diese archaische oder diese sehr alte Struktur in die Gegenwart übertragen und was ist das Milieu, in dem das spielen könnte? Also in dem ein Mann, der sehr große Macht besitzt, diese Macht einsetzt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und irgendwann sind wir dann eben auf die Welt der Finanz, auf die Welt der Banken gekommen, weil da Macht sich in einer sehr abstrakten Weise äußert. Weil du jetzt gerade sagen, beschrieben hast, wie er Ökonomie erzählt in dem Film, das stimmt, das ist sehr elliptisch und das wird irgendwie auch mehr oder weniger nur gesetzt mit so Begriffen, aber es ist überhaupt nicht rätselhaft, sondern also dieses ökonomische Handeln scheint uns sehr vertraut. Da findet ein Mörder statt, irgendjemand wird über den Tisch gezogen, es gibt Konkurrenzkampf in der Firma und das sind eigentlich ziemlich gewöhnliche, fast triviale Vorgänge. Was ja wirklich unverständlich ist, ist eher die Ökonomie der Libido in dem Film, nicht wahr? Und eigentlich würde man ja in einem klassischen Modell das eher aufeinander abbilden wollen. Der zweite Teil, falls Sie den gesehen haben von Wall Street, der ja quasi noch also viel konservativer ist, genau in dieser Hinsicht, wie er eben versucht, das, was an Geld zirkuliert, eigentlich wieder durch quasi eine Familienstruktur einzuholen und zu versöhnen und so weiter. Und das fällt ja hier schroff auseinander und übrig bleibt aber eben eine unverständliche, sagen, Liebesstruktur, während die Ökonomie eben so weiterläuft, wie wir sie eben glauben zu kennen. Man nimmt doch auch, denke ich, das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich alle machen, doch die Form sehr stark auch wahr. Also der Schnitt von Stefan Stabenow ist wirklich ganz außergewöhnlich, weil doch eben die, weil ja quasi es sind ja abweichende Raumkonstruktionen, die da immer stattfinden. Ja, es gibt, der Gegenschluss fehlt. Es kommt dann sozusagen etwas, was man nicht, also man kriegt ja diese Räume gar nicht richtig zusammen. Und wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, ist das Handeln, kann das Handeln sozusagen trivial sein, es wird trotzdem unverständlich in diesen Räumen, weil eben dieser Zusammenhang dann irgendwie fehlt. Also wir sind ja auch ständig verloren in diesem Film und fragen uns sozusagen, fehlt der Gegenschuss, fehlt die Information und dass uns dann quasi auf der Handlungsebene bestimmte Dinge weggezogen werden, wie Identitätsbehauptung oder so, finde ich weniger folgenreich als die Tatsache, dass häufig einfach quasi die Raumkohärenz so massiv unterlaufen wird, zugunsten eben von einer ganz übergenauen Arbeit mit Schnitt zum Beispiel. Und wir haben ja am Anfang über diese Details und das dokumentarische Begehren in diesem Film, an dieses Milieu ranzukommen, gesprochen. Fast wird ja auch die Unmöglichkeit als Filmemacher da ranzukommen mit inszeniert. Also nach der ersten Szene, wo man die Banker eben sieht beim ersten Treffen zum trockenen Riesling, geht die Kamera ja nach draußen und zeigt die wie in einem Aquarium oder so. Also der Film weiß ja, dass er da gar nicht wirklich hinkommt. Wir einigen uns auf eine Geschichte und das, was für uns der Kern dieser Geschichte ist. Also es fehlt zum Beispiel immer wieder der Begriff Wahrheitsregime, den wir dann immer wieder durchdekliniert haben anhand bestimmter Szenen. Und das ist dann natürlich so, dass ich außerordentlich neugierig darauf bin, diesen Film zu sehen, weil wenn ich einen Film sehe, ist das für mich nicht die Umsetzung eines Drehbuchs, sondern ich weiß, was wir besprochen haben und ich weiß, um was es uns beiden geht, aber das ist natürlich die genuine Arbeit eines Regisseurs oder wie ich finde, großen Regisseurs. So ein Begriff wie Wahrheitsregime, den wir materialisiert haben in bestimmten Szenen, mögen sie elliptischer oder weniger elliptisch sein, wie er dafür Bilder findet.